Tö, und damit herzlich willkommen zurück zu Wall-E, diesmal mit einem Spielplatz-Level, nämlich dem Reparaturstation. Genauso wie in der letzten Folge angekündigt, welche dort oben einmal verlinkt ist. Und hier sind wir auch schon im Spielplatz. Spielplatz-Level sind ja Spielmoden, bei denen man verschiedene Spielmoden, die man abschließen muss. Zum Beispiel einmal das Rennen, welches uns hier jetzt nochmal erklärt wird, dass wir innerhalb eines Zeitlimits im Ziel sein müssen. Ich hoffe einfach, dass es nicht leckt, weil gerade erst habe ich eine Testaufnahme gemacht und da hat es zu viel geleckt. So, wir haben es verkackt. So dass ich vielleicht, wenn es zu viel leckt, dass ich diesen Modus selber abschließe und der andere leckt auf jeden Fall nicht. Der ist nämlich nicht so schnell und aufwendig. Genau. Aber wir versuchen trotzdem einmal unser Bestes. Das Interessante vielleicht ist, dann wenn ihr das Level hier seht, also dieses Video meine ich, und das Level natürlich auch, bin ich gerade bei einer Übernachtungsparty von einem Freund. Das wird sicherlich lustig, denn ich habe halt im Voraus aufgenommen, denn sonst wäre es einfach doof, wenn ihr keine Videos habt, nur weil ich bei einem Freund bin übernachten. So, jetzt sind wir eigentlich relativ gut. So, ab hier kenne ich es nicht einmal mehr. Bin nur froh, dass es nicht mehr lägt. Wir müssen weiter, Wally. Weiter. Weiter fahren. Danke. Und weiter, immer weiter. Nicht jetzt unnötig viel Zeit verlieren. Wir haben jetzt eh schon viel verloren. So, weiter. Wir müssen jetzt hier hinauf. Und wir haben den Sprung geschafft. Das war jetzt wichtig. Und können gleich über diese Rampe hinüber. Und hier ist dann auch schon die nächste. Und es beginnt zu lecken. Ist natürlich mal wieder typisch, dass es genau am Schluss beginnt zu lecken. Aber hier ist schon mal, hier sind wir schon ziemlich nah. Wir müssen jetzt nur noch hier hinauf und wieder hinunter. Und haben damit diesen Spielmodus abgeschafft. Geschafft, genau. Es werden auch schon mal die Daten gespeichert. Und wir können hier hinüber zu diesem Boxenzerstörmodus, den ich eigentlich auch recht witzig finde. Ja genau, dann fahren wir gleich einmal los und starten und müssen halt diese Kisten zerstören. Wenn wir sie finden natürlich. Sonst ist es natürlich schwierig. Genau, wo habt ihr euch alle versteckt? Kommt zu mir. Ich will euch doch nur zerstören. Ist vielleicht nicht besonders nett, aber es tut auch nicht weh. So, genau. Dann ist vielleicht hier noch eine. Genau, hier ist noch eine. Dort oben haben wir, habe ich gerade noch eine gesehen. Und genau. Dann dürften wir die auf dieser Ebene schon einmal zerstört haben. Danach müssen wir nämlich die Ebene sozusagen wechseln. Wir müssen nämlich etwas weiter hinauf. Nämlich genau hier. So. Dann können wir hier so hinüber springen und fahren den Berg hinauf und dann können wir auch gleich nochmal hier hinüber und nochmal hinüber springen und jetzt haben wir uns fertig gesprungen. Jetzt können wir hier hinunter und dort unten sind dann noch mehr Kisten. Auf jeden Fall ist dort unten eine, die will ich gleich einmal haben. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war. Aber dürfte eigentlich kein Fehler gewesen sein. Weil wir können jetzt hier einfach weiter. Aber Mist, wie kommt man jetzt dort hinauf? Ich hoffe, dass wir dort irgendwie hoch können. Auf jeden Fall wird die Zeit jetzt schon knapp. Mist. So habe ich das jetzt nicht geplant. Wir können dort nicht hinein. Ich schätze, dafür muss man... oder? Oder es geht hier entlang. Nein, das geht auch nicht. Ich schätze, dass wir es nicht mehr schaffen. Nein, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt einfach noch einen Versuch machen. Ist aber auch nicht schlimm. Dann wird die Folge halt etwas länger. Ja, Wally ist auch traurig. Aber wir können halt nichts machen. Dann springen wir gleich einmal so hin und fahren das gleich los. Weil wir wissen ja jetzt schon, wo die Kisten sind. Das ist natürlich eigentlich ein sozusagen Vorteil. Genau, da können wir gleich einmal hier hinunter und zerstören auch diese Kiste.
Also, irgendwie sind wir jetzt etwas schneller. Ist ja eigentlich auch logisch. Da können wir gleich einmal hier etwas Schwung holen. So habe ich das jetzt nicht geplant, aber nein, so funktioniert das nicht. Brauchen nochmal Schwung. Genau so. Und dann springen wir hier hinauf. Zerstören diese Kiste. Dann können wir wieder hier hinüber und hinauffahren, wie so oft. Also vielleicht noch so nebenbei, ihr könnt ja dem Video einmal eine positive Bewertung da lassen. Das freut mich immer, ist so eine Art Zeichen, dass die Community aktiv ist. Und das freut einfach einen YouTuber sehr. Aber noch mehr würde mich natürlich eine Bewertung, nicht eine Bewertung, sondern ein Kommentar freuen. Kommentare sind einfach das Beste. Wenn man dann genau sieht, es hat jemand dein Video geschaut und er macht sich auch noch die Zeit, es zu kommentieren. Das freut mich persönlich immer am meisten. Genau, so jetzt haben wir hier diesen Abteil geschafft und jetzt brauchen wir nur noch diese Kiste und dann haben wir dieses Minispiel auch geschafft und anscheinend auch den Spielmodus. Und ja, genau, wir haben das Kapitel abgeschlossen. Ich bedanke mich nochmal für das Zuschauen und verabschiede mich wie immer mit einem kräftigen Törö.